Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video erzähle ich dir etwas über den Laser. Besser gesagt oder genauer gesagt über den Helium-Neon-Laser. Das ist ein sogenannter Gaslaser. Das Schild warnt vor Laserstrahlung. Es ist immer Pflicht, wenn man mit, Lasern arbeitet, weil Laserstrahlung kann gefährlich sein. Wenn auch so ein scheinbar harmloser Laserpointer, wenn er ins Auge geht, kann er da erhebliche Schäden anrichten. Deshalb Laserpointer niemals irgendwie auf Menschen richten. Laserpointer sind kein Spielzeug. Nichtsdestotrotz hat natürlich Laserstrahlung sehr viele positive Seiten. Solange man halt, wie gesagt, vernünftig damit umgeht. Jetzt schauen wir uns kurz die Geschichte an. Am MIT 1960 haben der iranische Physiker Ali Javan bzw. William Bennett und Donald Harriot zusammen den Gaslaser entwickelt. Das war nicht der erste Laser. Es gab schon vorher einen Rubinlaser. Aber es war der erste Laser, der Licht sozusagen im kontinuierlichen Betrieb erzeugen konnte. Dieser Rubinlaser, der konnte nur sozusagen Laserpulse abgeben und dieser hier kann sozusagen einen kontinuierlichen Strahl abgeben. Laser. Schauen wir uns den Begriff an. Das ist ein Akronym für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Also zu Deutsch, Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Es ist eine elektromagnetische Welle von hoher Intensität. Es ist monochromatisches Licht, also einfärbiges Licht. Man hat eine sehr scharfe Bündelung des Strahls, also so ein Laser, das ist ja ein Punkt. Und es ist kohärentes Licht. Kohärent. Kohärenz hat man dann, wenn zum Beispiel es eine gemeinsame Entstehungsgeschichte gibt. Das heißt, dass das Licht, was abgesehen von einer vielleicht Phasenverschiebung trotzdem aber die exakt gleiche Wellenlänge hat. Und damit hat man kohärentes Licht, was sich sehr wichtig ist, wenn man Experimente damit machen möchte, weil man dann solche Geschichten wie Interferenz eben bekommt. Wo brauche ich das Ganze? Gut, der Laserpointer bei Entfernungsmessgeräten, bei Schneid- und Schweißwerkzeugen, aber auch CD, DVD, Blu-ray. Blu-ray heißt deshalb übrigens Blu-ray, weil es halt ein blauer Laser ist, der diese Medien liest. Bei der Nachrichtenübertragung per Glasfaserkabel oder auch, was weiß ich, im Operationssaal, das Laserskalpell und viele mehr. Hier haben wir ein Diagramm, und zwar ist auf der X-Achse die Wellenlänge aufgetragen und auf der Y-Achse die Intensität. Und das hat man mal im Prinzip gemessen. Und hier sieht man halt schön, was monochromatisch bedeutet. Und zwar kommt tatsächlich nur eine einzige Wellenlänge drin vor. Und zwar sind das für den Helium-Neon-Laser 632,8 Nanometer, das ist rot. So, bevor wir uns angucken, was da im Atom los ist, schauen wir uns erstmal den Aufbau an. Da gibt es einen Glaskolben. In dem Glaskolben ist nochmal so ein kleines Röhrchen drin. Und es gibt eine Anode und eine Kathode, die dazu genutzt werden, diese Heliumatome anzuregen. Das Entscheidende ist aber, sind die beiden Spiegel. Und die müssen einen ganz bestimmten Abstand haben, damit sich eben zwischen diesen Spiegeln eine stehende Welle ausbilden kann. Und diese stehende Welle entspricht
oder hat die Wellenlänge genau von diesem Rot, was wir eben in dem Diagramm gesehen haben. Wichtig ist noch, einer dieser beiden Spiegel ist so in etwa 5% durchlässig. Das heißt, da kann sozusagen dann der Laserstrahl das Ganze verlassen. Hinzu kommt noch, das ist hier nicht in der Zeichnung mit drin, bei den Spiegeln ist meistens noch so ein genanntes Brewster-Fenster. Das ist dafür da, damit man wirklich auch polarisiertes Licht bekommt. Normalerweise gibt es schon eine Vorzugsrichtung, es ist aber nicht ganz so gut polarisiert, und deshalb nimmt man nochmal zusätzlich diese Brewster-Fenster, damit man wirklich ein gut polarisiertes Licht bekommt. Was passiert im Atom? Dazu muss man wissen, dass immer wenn im Atom Elektron von höheren auf eine tiefere Schale fällt, wird Strahlung frei. Und zwar in Form von einer elektromagnetischen Welle und die kann im sichtbaren Bereich beispielsweise liegen. Und die Wellenlänge entspricht letztendlich der Energielücke, die das Elektron überwunden hat. Schauen wir uns das Ganze mal an. Helium. Wenn es angeregt wird, kann es entweder 19,82 Elektronenvolt oder 20,61 Elektronenvolt sozusagen in Anführungsstrichen zu viel haben. Diese Energie kann es abgeben und das Neon braucht, um angeregt zu sein, beispielsweise 20,66 Elektronenvolt. Das ist jetzt die interessante Zahl, die dann irgendwann zu unserem roten Licht führt. Jetzt wird man aber sehen, 20,61 ist ja kleiner als 20,66. Da fehlt ein bisschen was. Das wird durch den Stoß übertragen. Das heißt, wenn das Heliumatom mit dem Neonatom zusammenstößt, werden die 20,61 Elektronenvolt übertragen plus ein bisschen kinetische Energie. Und das sorgt dann dafür, dass das Neonatom mit 20,66 Elektronenvolt angeregt ist. So, in dem Neonatom können verschiedene Übergänge stattfinden. Der für uns interessante ist von den 20,66 Elektronenvolt runter auf 18,70 Elektronenvolt. Und dabei wird ein Photon frei, das 632,8 Nanometer Wellenlänge aufweist. Und das ist genau dieses rote Licht, was man sieht. Dieses Photon, und das ist auch nochmal entscheidend, das wird nicht einfach so frei, sondern es ist eine sogenannte stimulierte Emission. Das heißt, es kommt ein Photon an. Dieses Photon sorgt dafür, dass das Neonatom sozusagen in seinen Grundzustand möchte und bei dem Energieübergang von 20,66 auf 18,7 wird dann sozusagen ein zweites Photon frei, was sich sozusagen zu dem ursprünglichen Photon dazugesellt. Das heißt, das Photon, was ankommt, wird jetzt nicht irgendwie das bleibt, regt aber ein zweites in dem angeregten Neonatom an und dann habe ich zwei Photonen. Und das geht dann immer so weiter. Das ist praktisch wie so eine Art Lawine. Und durch die entsprechende Energiezuführung, dadurch, dass halt immer wieder Heliumatome angeregt werden, ist das dann praktisch so eine kontinuierliche Geschichte. Es gibt immer wieder Neonatome, die dann angeregt sind und die dann durch das Photon ein weiteres Photon aussenden. Und dadurch bekomme ich halt mein entsprechendes Laserlicht. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt die beiden Spiegel habe, die nur eine bestimmte stehende Wellenlänge zulassen, tue ich sozusagen aus den verschiedenen Wellenlängen, die frei werden, halt die 632,8 Nanometer auswählen. So, schauen wir uns das Ganze mal in echt an. Dazu habe ich schalte es nochmal kurz aus, hier den Laser. Hier ist an den Enden jeweils
Hier ist ein Spiegel, hier ist ein halbdurchlässiger Spiegel, sodass ich diese stehende Welle ausbilden kann. Dann habe ich, hier drin ist entsprechend dann meine stehende Welle. Zusätzlich habe ich an den Enden noch Brewster-Fenster, sodass ich, die sieht man jetzt hier nicht so gut, dass ich ja eine polarisierte Welle halt habe. So, und jetzt ist das Helium und Neon. Und dazu habe ich hier 600 Linien pro Millimeter, ein Gitter. Und wenn ich das davor halte, dann sehe ich sehr schön das Spektrum bzw. das Linienspektrum von Helium und Neon.